Guten Tag, Watson. Holmes, wissen Sie überhaupt, was Sie da getan haben? Ich denke ja, Watson. Sie haben diesen blutrünstigen Verrückten nicht der Polizei übergeben? Was für eine Torheit! Die Polizei wird ihren gesuchten Verbrecher nie finden. Aber die verstärkte Polizeipräsenz in dieser Gegend wird indirekt positive Auswirkungen auf die hiesige Kriminalitätsrate haben. Aber Holmes, ich muss protestieren. Der Gerechtigkeit wurde nicht Genüge getan. Und wir tragen daran eine Mitschuld. Gerechtigkeit? Ich handle nicht im Dienste der Gerechtigkeit, Watson, sondern im Dienste der Wahrheit. Im Übrigen diene ich auch meinem Land. Und ich glaube nicht, dass ich ihm jemals einen besseren Dienst erwiesen habe als gestern Abend. Stellen Sie sich vor, was passiert wäre, wenn nach Monaten des Schreckens und einem fürchterlichen Mord wie dem in der Dorset Street ein Mann jüdischen Glaubens, ein Arbeiter, ein Familienvater, der Öffentlichkeit als Täter präsentiert worden wäre. Ein Mann, der zu verantworten hat, dass Mitglieder seiner Glaubensgemeinschaft Menschenfleisch gegessen haben. Die Spannungen, die daraus erwachsen wären, hätten sich in unzähligen antisemitischen Verbrechen entladen, die Whitechapel in ein Chaos aus Feuer und Blut gestürzt hätten. Und die Familie dieses Mannes, die völlig unschuldig ist und mehr gelitten hat als die Bewohner von Whitechapel, wäre als erstes in die Schusslinie geraten. Sollen wir eine ganze Glaubensgemeinschaft in große Gefahr bringen, weil eines ihrer Mitglieder unaussprechliche Verbrechen begangen hat? Weder Sie noch ich haben das Recht, so zu handeln. Jacob Levy, Jack the Ripper, ist nun in den Händen seiner eigenen Leute. Ich habe großes Vertrauen in Mr. Solomonowitsch und die anderen Mitglieder seiner Gemeinde, die uns, ich möchte Sie daran erinnern, couragiert geholfen haben. Sie haben große Risiken auf sich genommen und mit äußerster Diskretion gehandelt. Ach ja, es versteht sich von selbst, dass Sie diese Untersuchung nicht schriftlich festhalten dürfen. Erfinden Sie stattdessen lieber eine Geschichte, in der wir diese finstere Zeit weit weg von London verbringen. Und zwar, lassen Sie mich überlegen, es muss anspruchsvoll sein, auf der Suche nach einem mysteriösen Hund, der in der Nacht leuchtet. Seien Sie nicht albern, Holmes. Wie geht es weiter? Für die Polizei ist dieser vermeintlich ungelöste Fall eine herbe Niederlage, die ihre Glaubwürdigkeit ernsthaft in Frage stellen wird. Und dieser Mann? Nun, wenn erst einmal einige Monate ins Land gezogen sind und die Polizei erkennt, dass sie in eine Sackgasse geraten ist, wird sie sich eine Geschichte einfallen lassen. Und jeder wird vermuten, dass die Polizei die geheime Identität des Mörders kennt und aus irgendwelchen Gründen nicht preisgeben darf. Jacob Levy, Jack the Ripper, wird von seinen eigenen Leuten festgehalten. Er wird bis zum Ende seiner Tage wie ein Löwe in seinem Käfig auf und ab gehen, verfolgt von den Erinnerungen an seine Verbrechen und seinen unstillbaren Rachegelüsten. Bis ihn schließlich die Krankheit, die ihn dazu veranlasst hat, diese armen Frauen zu töten, als letztes Opfer einfordern wird. Ja, das war es dann also mit Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Jetzt wissen wir auch, wie es eigentlich zu dem der Hund von Baskerville gekommen ist. Eigentlich war er nie da, sondern er hat Jack the Ripper gejagt. Das ist doch mal sehr interessant zu wissen. Ja, das Spiel ist jetzt vorbei. Zumindest als er mit dem Ripper gesprochen hat, dachte ich irgendwie,
Mikrofonpanne. Aber naja, man hat ja gesehen, dass der etwas verwirrt ist, der Mann. Also das hat es schon in sich gehabt, fand ich. Auf jeden Fall, Jack the Ripper ist jetzt im Gewahrsam der jüdischen Gemeinde. Und ein weiteres Spiel, das ich erfolgreich beendet habe. Irgendwie bin ich froh, dass ich es jetzt durch habe. Ich habe heute auch schon ein bisschen mit Half-Life 1 angefangen. Damit werde ich dann morgen weitermachen. Ja, und dann haben wir es auch bald wieder. Soweit. Ja. Da kommen noch die anderen Add-ons von Half-Life 1. Ja. Dann schauen wir jetzt mal. Das Material, was ich jetzt hier aufgenommen habe, reicht erstmal für die nächsten 3-4 Tage, wenn nicht sogar noch länger. Und was kann ich sonst sagen? Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es sah nicht immer zu sehr aus, als ob ich eine Komplettlösung benutzt hätte, weil manchmal hatte ich einfach einen guten Lauf. Jo. Was könnte ich noch sagen? Englisch. David Reilly. Gibt's auch Deutsch? Zeig mir Deutsch. Noch Französisch. Jetzt Deutsch. Sehr schön. Art Weder, Dagmar Dempf, Joe Wosenkuhl, Julius Gröber, Martin Umbach, Michael Bittfeld, Michael, ach Gott, Schwitzschern, Tane und Schwarzmeier, Michaela Amnia. Ja, okay. Ist ja auch egal. Lassen wir das jetzt noch durchlaufen? Nein, lassen wir jetzt nicht durchlaufen. Ich breche das jetzt hier ab. Ich gehe jetzt ins Bett, wir haben jetzt 2:05. Ich habe jetzt 1,5 Stunden, glaube ich, noch gespielt. Und das reicht jetzt. Bis dahin, bis wir uns in Half-Life 1 wiedersehen. Das werde ich, die ersten Videos werde ich erst hochladen, wenn komplett Jack the Ripper oben ist. Beziehungsweise, wenn ihr das jetzt hört, werden dann am folgenden Tag schon die Half-Life-Videos kommen. Also wünsche ich euch. Achso, da ist einer wohl gestorben. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns dann mit Half-Life 1 dann gleich oder morgen wieder. Gut, da sind aber die ersten Videos, die habe ich heute Mittag aufgenommen, also, und Ereignisse in diesem Spiel basieren auf einer von vielen Theorien darüber, wer Jack the Ripper wirklich war. Dieses Spiel basiert auf hypothetischen Theorien und nicht auf Tatsachen. Die Meinungen, die in diesem Spiel ausgedrückt werden, entsprechen nicht denen des Entwicklers, des Publishers, des Herstellers, der Lizenznehmer, bla bla bla, oder hinsichtlich der Informationen, die in diesem Spiel vermittelt werden, übernehmen wir keinerlei Garantie auf Richtigkeit. Alle Bezüge, die zu noch zu lebenden oder bereits verstorbenen Personen, zu ihren Handlungen sowie Zusammenhänge, Ereignisse sind rein theoretisch oder zufälliger Natur und dürfen nicht als Tatsache erachtet werden. Dieses Spiel wird nicht mit einem von einer dritten Partei, mit einem Auto, blablabla, Firma, blablabla, Spiel oder irgendeinem anderen Werk unterstützt, beziehungsweise bestehen. Alle Waren, Zeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Okay. Das war jetzt noch ein Hinweis, dass man das jetzt hier nicht so für bare Münze nehmen soll, was hier in dem Spiel gesagt wurde. Ich glaube, wenn ich mir recht überlege, gab es keinen Levi oder so in dem verdächtigen Kreis. Offiziellen verdächtigen Kreis. Jo. Ach, fertig jetzt hier. Das war Sherlock Holmes Jagd Jack the Ripper. Und ich wünsche euch jetzt noch eine gute Nacht. Wie gesagt, das ist jetzt alles schon älteres Material, was ihr jetzt seht. Neueres Material kommt eigentlich jetzt erstmal nicht mehr. Ich habe jetzt, will jetzt erst Vorrat aufnehmen, damit ich nicht jeden Tag was neu aufnehmen muss. Und jeden Tag nur hochladen brauche. Gut, bis dahin wünsche ich euch dann noch einen schönen Abend, eine schöne Nachtruhe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Euer Thornist. Ciao.